Hallo, ich begrüße euch zu diesem Video. Ich habe ein Getränk zu verkosten. Und zwar ist es ein Bier. Und es nennt sich Guinness. So sieht's aus. Ich habe es gerade noch im Eisbad gehabt, damit es möglichst kühl bleibt. Es sind 440 Milliliter drinnen. Es sind ca. 4,1% Alkohol enthalten. So, hier steht irgendwas von UK Chief Medical Officer. Do not regularly exceed. Man 3 bis 4 Units a day, Woman 2 bis 3 Units a day, nicht für Schwangere. Ja, das ist hier so grafisch, tabellarisch dargestellt, wer wie viel davon trinken sollte. Interessant, dass sie das draufschreiben. Was mir noch interessanterweise aufgefallen ist, dass so eine Kugel drinnen ist. Man hört das, glaube ich, ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man es deswegen extra schütteln muss. Was ich hier noch Interessantes gemacht habe, könnt ihr mal testen, ob das funktioniert. Also ich wollte es möglichst schnell abkühlen. Deswegen habe ich in dieses Glas, das zufällig ziemlich genau passt, genau ist, reingegeben ein bisschen Wasser, Eiswürfel, Salz, also einiges mehr an Salz und vielleicht dann nochmal ein paar Eiswürfel. Das trägt dazu bei, also die Eiswürfel schmelzt mit dem Salz wesentlich schneller. Das braucht aber Energie und diese Energie nimmt es wiederum aus der Wärme vom Getränk. So kann man die Sachen relativ schön abkühlen. Aber bevor ich weiter rede, sollte ich es vielleicht mal öffnen. Oh ja. Gut, dadurch, dass ich das eh im Glas drinnen habe, fängt das jetzt eigentlich schön auf. Ich würde es euch gerne zeigen, aber ich kann es nicht, oder probieren wir das so. Also es hat jetzt hier oben gerade so eine Schaumkrone. Und ich muss das da irgendwie jetzt dann rausnehmen. Ah, wie geht. Na, hätte ich gewusst, auf was ich mich da einlasse, hätte ich es vielleicht nicht gemacht. So. Also es ist ein sehr, sehr dunkles Bier. Ich muss jetzt da ein bisschen die Hand drunter halten, damit das da nicht so untertropft. Fast schon Cola-Farben. Ja, dann sage ich mal Prost. Bevor einer meint, dass ein Weinglas hätte einen längeren Stiel. Und selbst wenn, eigentlich ziemlich egal. So, also. Es schmeckt sehr bitter, sehr herb, eigentlich nicht, ja, nicht sauer, nicht süß. Es schmeckt ein bisschen nach Kaffee, kommt mir vor. Auch wenn ich sonst eigentlich keinen Kaffee trinke. Ja, es ist eigentlich ein interessanter Geschmack. Es ist fast keine Kohlensäure mehr drin. Vielleicht, weil die jetzt da eben flöten gegangen ist. Beziehungsweise vielleicht, weil es schon etwas älter ist, die Dose. Wobei eigentlich durch das Metall sollte eigentlich normalerweise nichts durchgehen. Ja, also es wird halt jetzt langsam dunkel. Das ist halt das Problem. Aber ich könnte noch ganz kurz was ansprechen, was mir unlängst wieder eingefallen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das Phänomen kennt oder ob ihr das vielleicht überhaupt nicht kennt oder vielleicht mal von gehört habt, aber es nicht nachvollziehen könnt. Und zwar, dass die eigenen Freunde, also ich mag jetzt vielleicht nicht zu sehr ins Detail gehen, ich weiß nicht, wie viele meiner Freunde zuschauen, aber ganz allgemein einmal gesagt, habt ihr manchmal das Gefühl, also ich habe ja auch Freunde wahrscheinlich, die oder ehemalige Freunde, die da jetzt nicht mehr zuschauen. Interessant ist zu beobachten, dass, also zumindest bei mir, ich weiß nicht, ob es bei allen anderen auch so ist von euch, dass die Freunde oder vielleicht die, sagen wir mal, besseren Freunde oder die engeren Freunde sozusagen, sich ab und zu einerseits, also abwechseln im Sinne von vielleicht, dass früher einer mal ein sehr guter Freund war und dann zum Beispiel der Kontakt plötzlich abbricht oder dass es irgendwie langsam wird, dass irgendwie der Kontakt immer weniger wird. Und ich meine jetzt nicht die 150 Facebook-Freunde, sondern ich meine die Freunde, mit denen ihr euch am Wochenende trefft oder mit denen ihr irgendwelche aktuelle Sachen besprecht oder eure, weiß nicht, privaten oder Hobbyprobleme besprecht. Und dann, ich habe irgendwann einmal gehört, ich weiß nicht mehr, wo das war, aber kann man sicher nachgoogeln, dass es eher als normal angesehen wird, dass die Freunde oder die besseren Freunde, ich glaube, es waren 7 Jahre, also das haben sie mir so im Durchschnitt rausgerechnet, circa alle 7 Jahre sich die Freunde ein bisschen ändern.
nicht weil 7 so eine magische Zahl ist, sondern irgendwie ein bisschen, weil es mit Lebensabschnitten zu tun hat. Sowas wie Schulzeit, Jobsuchzeit vielleicht und dann also Arbeitszeit und vielleicht hat man irgendwann, weiß ich nicht, ein Kind, dann hat man vielleicht wieder andere Leute in seiner Umgebung und so weiter. Deswegen ändert sich das. Und ich habe manchmal überlegt, wie sehr soll man sich dem hingeben und sagen, naja gut, ist halt so, wechselt sich gerade der Freundeskreis, oder soll man versuchen, das möglichst noch rauszuholen, was noch geht. Also, wie soll ich sagen, ich bin jetzt kein Mensch, der unbedingt einzelnen Personen nachläuft. Ich bin auch nicht, wie soll ich sagen, jetzt eben aufgrund dessen, dass ich das alles weiß, bin ich nicht sehr überrascht, wenn plötzlich eine Person abtaucht oder vielleicht der Kontakt weniger wird. Ja, und darum jetzt mal meine Frage, ja, eben nochmal an euch. Beobachtet ihr dieses Phänomen bei euch auch oder habt ihr seit ihr denken könnt immer die gleichen Freunde? Und ja, an meine Freunde sei gesagt, ich habe euch immer noch so gern wie am Anfang eigentlich. Nur es ändern sich halt manchmal irgendwie die Umstände oder es irgendwie wird das dann irgendwie ein bisschen verzerrt eben und so weiter. Deswegen ändert sich das halt. Ich bin halt meistens dann doch eher der Typ, nicht, ich würde es nicht unbedingt nachlaufen dazu nennen, aber es gibt ja dieses, naja gut, wenn sich der andere nicht meldet, melde ich mich auch nicht. Und das versuche ich ein bisschen zu umgehen, dass ich halt vielleicht nach einigen Wochen, Monaten oder vielleicht sogar Jahren einmal dann wieder eine E-Mail schreibe, so, hey, weiß ich nicht, wie läuft es bei dir, ist alles in Ordnung, alles im grünen Bereich und so frage ich ein bisschen nach, versuche wieder ins Gespräch zu kommen, dass man halt hier irgendwie ein bisschen aus diesem, wer meldet sich zuerst, wieder herauskommt. Klar, nach einer Woche würde ich es nicht unbedingt gleich tun, besonders wenn der andere vielleicht jetzt schon andeutet, dass er vielleicht nicht mehr so viel Zeit hat oder so. Ja. Ja gut, das ist eigentlich so viel dazu. Wie gesagt, ich wollte euch nochmal, vielleicht kann es sein, dass ich es in meinem Video schon mal irgendwo angesprochen habe. In einem meiner vielen Videos, ich weiß es nicht, so spüre ich glaube ich langsam das Bier. Ich sollte mal was essen gehen. Ja, und deswegen meine Frage an euch, könnt ihr das nachvollziehen? Wenn ja, tut ihr was dagegen oder sagt ihr halt ja, es ist halt so? Und was macht ihr? Oder habt ihr irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Beschreibt mal, wenn euch was zu dem Thema einfällt. Könnt ihr auch Links posten. Ich glaube, YouTube ermöglicht da mittlerweile Links zu posten, wenn es irgendwelche interessanten Artikel zu dem Thema gibt. Jo, sonst eigentlich nur noch einen schönen Abend. Wie gesagt, es wird eh gerade finster. Und bis bald. Und das war's bei Pöli 1.